E che qua a Brescia fortunatamente la politica non c'è in curva, però altre curve in Italia ci sono, c'è politica di destra, di sinistra, e per me quando si va allo stadio, si va in curva, per me non serve la politica, si viene qua solo per uno scopo, per fare il tifo e basta. Lernen ist vielleicht jetzt das falsche Wort oder so, aber du schaust dir doch gewisse Sachen ab, wie da gehandhabt werden und so. Also das ist, die Jungs machen das seit über 20 Jahren, also die haben uns doch eine gewisse Zeit voraus. Che da come la vedo io, vogliono togliere gli ultras da tutta Europa, perché li danno fastidio e vogliono, tipo come un calcio, come business, loro vogliono prendere solo soldi, quello che li danno fastidio adesso sono gli ultras. Allora cercano di eliminarli con la repressione, con le diffide, e in questo momento qua, se non stiamo tutti uniti, prima o dopo ci riusciranno a eliminarci, però è per quello che dobbiamo restare tutti uniti e lottare tutti per lo stesso scopo. Die Freundschaft zu Göteborg ist entstanden durch Hals von City und Jonas, ein Cover von denen, von den Ultra Bulldogs. Der Jonas, sein Vater und seine Mutter waren in Deutschland stationiert, in Nürnberg auch. Und dann, dadurch ist halt der Kontakt zu Nürnberg auch da gewesen. Die Distanz ist natürlich das größte Problem. Mit dem Auto, das kannst du einfach vergessen, weil das viel zu lange dauert. Und du musst einfach dann eben mit dem Flug schon Monate vorher buchen, dass du vom Preis her auch hinkommst. Ja, das ist eigentlich die Hauptschwierigkeit. So, jetzt Verständnisprobleme gibt es eigentlich fast keine, weil die Englisch eigentlich perfekt beherrschen und ja, da kannst du dich eigentlich schon ganz gut unterhalten. At the beginning was we and Hammarby get the first ultra group, and now every team in the highest division have their own ultra group. So but so many years we have the English football culture, so it's much casual styles in Sweden, but going more and more to ultras. There were too many situations where the three of us gets trouble. You know, West Cosenius was doing one thing, and it gets trouble because Ultra Bulldogs was doing one thing and Young Lions one thing at the same time. It's crashed each other down. So we have to. We thought that we have to cooperate together. No souvenirs or something like that, we don't make it anymore. And I mean, we keep our old flags, but now we don't do any more new flags with like West Coast Angels or Young Lions or something like that. So now we only do Ultra Göteborg flags. So. Some people in Ultras Göteborg don't think we should be too kind with DFK because they think we're licking ass and things like that, but
that's not the way. We have to operate with the IFK. We make something together, and they said you cannot do that. But we said we had to do it, and then we meet at the halfway. So I think it's really good to have that connection with the club. Also die Kontakte zu Marseille und vor allem zum Kommando Ultra würde ich schon als eine der wichtigsten bezeichnen, die wir hatten. Also von Freundschaft zu reden ist auch schon wieder so eine Sache, die man mit Vorsicht genießen muss. Also ich rede lieber eher von Kontakten. Es ist für mich persönlich natürlich wieder eine andere Geschichte, da ich halt mit den Leuten mehr zu tun hatte wie die meisten von Ultras Nürnberg. Ich glaube, dass Marseille und die Virage Sud mit dem Kommando Ultra schon das größte Vorbild war für Ultras Nürnberg. Schon. Also ich denke, es ist kein Problem, ob man als Ultra einen Schülerranzen hat, Student oder einen Blaumann oder einen Anzug trägt. Ich denke, das ist kein Problem. Wo es sicherlich kritisch wird, wenn man beim Team Grün dabei ist, da gibt es sicherlich Widersprüche, aber ich sehe jetzt da kein großes Problem, als Bankkaufmann Mitglied bei einer Ultra-Gruppe zu sein. Ich arbeite in einer Steuerkanzlei als Steuersachbearbeiter. Ja, natürlich ist es im Endeffekt von der Ultrasicht, wenn wir es so sehen, der falsche Arbeitgeber, aber deswegen zu kündigen, wäre auch der falsche Weg, weil man halt bloß für Ultra nicht leben kann. Also es gibt Leute, die so auf Ultra Sammlung abgehen und so viel Energie reinstecken, für außerhalb nichts mehr Zeit haben, gar keine Energie mehr reinstecken, dass eigentlich nur noch für die Gruppe leben. Und dass die Leute gesellschaftlich vielleicht wirklich abstumpfen und nur noch Kontakte zu ihnen haben und eigentlich nicht wissen würden, was sie machen sollten, wenn UN nicht mehr da wäre. Das gibt es auch, das sei aber irgendwie gefährlich. Also man muss auch irgendwo auch noch außerhalb da sein, wo man ein soziales Umfeld hat. Sei es Familie, Freundin oder eben ein Hobby, Beruf. Servus, ich bin wieder da. Wir haben uns gut verstanden, waren auf Auswärtsfahrten öfters mal nebeneinander geguckt und dann kam die Idee, naja, ich will eigentlich nach Nürnberg reinziehen, ihr wollt auch ausziehen. Ja, eigentlich kann man überlegen über eine WG. Und allein wäre es jetzt finanziell auch nicht stemmbar gewesen und ja, dann hat man für den Scherbewasser das gleiche Problem. Und dann ist es eigentlich alles so langsam seinen Weg angegangen, haben mal eine Wohnung angeschaut und ja, und jetzt hocken wir da, ne? Putzplan, ja, einmal ich, einmal er, das wird geteilt. Einkaufsplan macht jeder selber, weil er ist das, ich ist das, da sind wir sehr unterschiedlich. Und so im Großen und Ganzen, wir schauen schon, dass es einigermaßen bei den Kosten gleich bleibt, aber natürlich, man kann es nicht Euro genau machen.